heute Uccellini Scappati mit Strozzapreti. Das heisst so viel wie geflüchtete Vögel mit gehörten Pferden und so wie Jamie Oliver. Die italienische Kuchenrezept geklaut, das kann ich das natürlich auch drauf. Legen wir los. Was ich nicht gerne habe, ist dreckige Hände. Das ist beim Kochen ein bisschen schwierig. Darum versuche ich möglichst viele Geräte einzusetzen, dass ich eben dann nicht muss, dreckige Hände haben muss. Und sonst muss ich es häufig abwaschen. Das Gericht ist ja für vier. Heute Abend sind mehr Leute da. Ich weiss nicht, wie viele ganz genau kommen sind, wie viele Leute. Darum fangen wir jetzt einfach mal an, so ein bisschen füllen. Und dann hat es so lange Zeit. Das ist ein Huftstück. Das Huft befindet sich im Rind hier hinter der Arschbacke. Das Huft hat eigentlich zwei Teile. Das ist das Huftfilet und die normale Huft. Man kann aber einfach auch durchschneiden, so wie es einem da passt. Es hat eine Sehne da drinnen und die versuche ich rauszuziehen. Und jetzt schneiden wir die dünnen Plätzchen, die es braucht. Die kann man natürlich auch beim Metzger gerade so bestellen und aufdrücken. Jetzt kann man es auf zwei Arten ruggeln. Den Längsweg oder den Höhenweg. Ich mache es jetzt mal mit dem diesen Weg. So. Jetzt die Uccellini, die werden einfach ganz kurz nur angebraten. Huft ist ein Stück, das sehr schnell trocken wird. Also die kann man nicht zu lang, die muss man wirklich einfach einmal kehren. Und der Rest kann dann in die Tomatensauce fertig gemacht werden. Also das bringe ich jetzt mal vor. Und wir sehen uns vorne wieder. La 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 la! Bonjour.